Vogelsang ist für die GWG wichtig, aber es ist eben auch ein gutes Stück Winterthur. Vogelsang ist für Winterthur ganz an einer wichtigen Lage. Jeder, der auf Winterthur reinfährt oder von Winterthur wegfährt, mit dem Zug oder mit dem Auto, kommt an dieser Siedlung vorbei, wenn es Richtung Zürich geht. Und wir sind uns bewusst gewesen, dass das auch eine Verantwortung ist, weil das ganze Haufen Leute sehen jeden Tag. Und uns ist es aber auch wichtig gewesen, dass wir dort etwas Gutes machen, einerseits, aber auch nicht etwas Langweiliges. Das ist eigentlich durch Zufall entstanden, durch einen Entwurfsprozess, wo man quasi wie ausgestanzt hat, also wie Gurzli, Weihnachtsgurzli ausstanzen, oder? Höf ausstanzen, aber wir haben nicht gewusst, ob das Höfe werden oder was wird das. Ja. Einfach eine dicke Form, oder? So wie ein Brei und aus dem ausgestanzt. Also so aus dem vollen, das Hohl, Tollform, Höf, aus dem vollen rausholen, oder? Das ist so. Sagen die nicht so üblich. Ja, es ist eigentlich das Gegenteil, was heute gemacht wird. Ja. Eigentlich normalerweise wird heute Objekt gemacht, oder? Das ist irgendwie so. Häuser sind Objekt, oder? Und die stehen in der Gegend um, wie sagst du immer, weidende Kühe. Ja. Das halt meint beziehungslos zueinander. Ja. Das ist das Gegenteil, oder? Das sind eigentlich, da ist die Hauptsache ist der Hof. Und die Häuser sind das, was sich ergibt. Es ist ein Gewebe, oder? Das Gewebe ermöglicht vieles, also die Anpassung an den Hang, an die Strasse und im Inneren ermöglicht es Räume, Häuser, die Ausrichtung haben auf allen Seiten. Die Innenräume können sich immer Minimum auf aussen beziehen und auf einen Hof, manchmal oft sogar auf zwei Höfe. Das war unglaublich. Wir hatten 1000 Leute hier bei uns auf der Geschäftsstelle, wo sie abendweise zuhören über den Vogelsang. Und dann, der Moment, wo man das können, online reservieren konnte, ist einfach der Server zusammengebrochen. Es ist unglaublich, wie die Siedlung Vogelsang Leute anzieht. Wir waren auf der Suche eine Wohnung. Es war so schwierig und haben wir nicht gekriegt irgendwo anders. Und GWG hat für uns die Tür aufgemacht. Und ja, wir haben dann von GWG die Wohnung. Das war vor 12 Jahren sind wir gekommen in der Schweiz. Diesen Blick von Winterthur ist sehr gut zum Sehen und hast du für einen Blick alles in den Griff. Sogar die linke Seite ist ein Wald, wo Vögel singen. Deswegen will ich auch in Winterthur in dieser neuen Siedlung, wo GWG gemacht für uns alle und große Familie zu sein. Ich freue mich mega, neue Leute kennenzulernen, neue Gesichter, sage ich jetzt mal. Und ich freue mich darüber auch, dass ich auch den Stelle noch gekriegt habe bei GWG. Ich werde hier dann morgen fange ich dann an, als Ausfahrten mitzuhelfen. Alles, was man noch hier braucht. Ich könnte es nachher da ran und nachher den Kasten aufbauen. Ja, das mache ich drüben. Ich habe Platz mit der Hand. Ja, genau, das ist quasi so die erste Eigenwohnung, wo ich ganz allein bin. Und da freue ich mich jetzt echt schon ein bisschen drauf, dass ich mein eigenes Ding machen kann, selber kann definieren, wie sauber ich es will oder wie ordentlich und nicht immer so stark muss Rücksicht nehmen auf andere oder auch sie nicht so auf mich Rücksicht nehmen. Das ist sicher noch cool, ja. Ja, die Ausschreibung für die ganze Wohnung war in 2019, Ende 19. Da bin ich dann einmal so eine Infoveranstaltung gegangen von der GWG. Und dann hat es ja auch im 19 eben die erste Reservationsrunde gegeben, wo ich mich dann eigentlich so probiert habe, mit 3 Geräten gleichzeitig durchzuklicken. Hat dann auch geklappt. 2 Jahre später ist es endlich mal so weit, dass ich da einziehen kann.
Also in dem Haus hier und in dem Quartier hat es uns immer mega gefallen. Wir haben uns auch wohl gefühlt. Aber so Kind um Kind, die dazukommen, ist es halt ein bisschen enger geworden. Wir sind hier auf 80 Quadratmeter in einer Vierzimmerwohnung. Aber wenn wir das gehört haben, das Gemeinschaftszentrum, die Küche, die man mieten kann. Oh, für uns auch mega cool. Das Gästezimmer, das man auch zusätzlich mieten kann. Weil bei uns, jetzt, wenn wir Besuch haben, zum Übernachten so viel Platz bleibt dann auch nicht mehr. Und das ist das einfach genial. Also, das finde ich wirklich auch schön, dass einfach in der Genossenschaft, dass Mieter im Zentrum stehen und nicht irgendwie den Profit, den sie machen. Und ich finde, das spürt man einfach mega, dass sie wie von den Mietenden ausdenken. Wie ist der Martin? Philemon. Philemon, freut mich. Hallo. Martina. Hallo. Hallo. Hi. Ich bin der Martin. Hi. Dann starten wir doch. Als erstes noch ein Willkommensgeschenk von der GWG. Dann kommen wir den Schlüssel schon über. Wir haben immer einen Schlüssel mehr als Zimmer gezahlt. Dann kommen wir 7 Schlüssel über. Hä? Gibt ihr dir? Das sind 7 Schlüssel. Die sind da drüben nummeriert. 1 bis 7. Der Schlüssel ist mechanisch. Dann kommen wir mit dem Schlüssel zum Briefkasten, Keller, die Wohnung. Und dann kommen wir in der ganzen Siedlung in jedes Haus rein. Wir haben ja 3 Jahre jetzt auf den Tag gewartet, heute auf die Schlüsselübergabe. Ich kann es kaum glauben, heute ist der Tag. Ich freue mich zu sehen, die grosse Wohnung. Ich freue mich zu sehen, wie die Kinder dann auch ihr Zimmer zuerst mal betreten können. Und einfach auch, ja. Sie freuen sich auch schon seit Jahren auf den Tag, weil sie sind jetzt wirklich auch sehr eng miteinander unterwegs gewesen und teile jetzt auch viel, wo ich denke, jetzt aber langsam das Gefühl ist, dass es Zeit ist, zum selber können sein, oder? Und auch für sich mehr Platz und Ruhe haben. Mhm. Schön ist auch, dass meine Eltern auch eine Wohnung bekommen haben. Sie haben jetzt auch relativ viel schon auf unsere Kinder geschaut und jetzt, dass sie zusammen sind, gerade im Nachbarhaus, denke ich, gibt es auch wieder eine Dimension mehr, auch unsere Beziehung zusammen und einfach auch mit den Kindern und ihren Grosseltern, wo sie einfach unkompliziert nachher übergehen können, sie besuchen oder einfach auch eine Entlastung können sie für uns. Ja. Hallo! Wir freuen uns so fest, dass wir jetzt erleben können, wie es aufwachsen hier in der Schweiz, weil wir ja so lange auch im Ausland waren und von unseren Söhnen getrennt waren. Jetzt ja, darf es uns so gut kommen, wir sind in der Schweiz und dürfen jetzt, vor allem jetzt, wo noch der Jüngste dazukommt, der Juri, dürfen wir das sehen, aufwachsen. Also das ist wirklich, das freut mich jeden Tag wieder neu. Die GWG haben wir nicht kennengelernt. Ja. Und dann langsam haben wir dann so ein bisschen kennengelernt, GWG, Genossenschaft. Ja, Genossenschaft ist, das zieht uns an. Und sie hat dann gesagt, ich will nur ein 2,5 Zimmer, ich will nicht grösser. Ah, da kann man ja noch Gästezimmer mieten. Okay, das war etwas vom Ersten gewesen. Und dann Velowerkstatt, haben wir dann gehört. Und das Musikzimmer? Oder genau, und dann haben sie gesagt, das Musikzimmer. Ich spiele Klavier und ich musste immer auf das Klavier verzichten auf den Philippinen. Ja, das hat mich so drauf gefreut. Und vor allem für unsere Enkel hier, die vielleicht ja, haben sie auch mal Lust zum Klavier lernen. Eigentlich hat GWG die Infrastruktur, offeriert uns die Infrastruktur, dass wir eine kleine Wohnung haben können. Und das hat uns dann begeistert. Oder? Und jetzt, wenn wir jetzt einziehen, dann ziehen wir eigentlich begeisternd ein. Also wir sagen den Leuten nicht, wir zügeln. Wir sagen den Leuten, wir ziehen die GWG ein. Uns nimmt es richtig Wunder, wie dann die Umgebung aussieht, wenn alles gepflanzt ist oder welche Nachbarn jetzt welche anderen Nachbarinnen kennen und wer mit wem was macht oder eben auch nicht macht und wie die Zusatzangebote funktionieren oder ob die überhaupt wirklich so gefragt sind, wie die Leute uns im Voraus gesagt haben. Ja, das ist einfach spannend. Jetzt geht's los, das Leben im Vogelsang. Wenn die Sonne scheint, dann rebelt es einmal und lebt es. Also da ist wirklich alles voll mit Kindern. Das ist wirklich unschön. Und die Kinder bewegen sich völlig selbstständig und frei. Ein Highlight, das meine Erwartungen übertroffen hat, ist so
So der Badebrunnen und die Innenhöfe. Einfach das Leben, das hier entstanden ist. Und jeder Innenhof hat eine andere Eigendynamik, weil die Familienzusammensetzung anders ist. Und dann natürlich eben mit dem Zentrum der Brunnen. Und nebenan ist ja dann noch das Siedlungscafé. Es ist ja eigentlich fast eine Spiegelbar, wenn man es genau anschaut. Es ist scheinbar, hat jemand gesagt, es sei die schönste Bar in Winterthur. Das kann ich nicht beurteilen. Aber einfach so dann der Ecke dort, wo man dann zusammenkommt, das ist wirklich schön, oder? Mhm. Ja. Ja, das ist am Juri sein Zimmer. Das ist so ein bisschen seine Ecke, aber er ist meistens eigentlich gar nicht da, sondern bei den Geschwistern. Ja, das ist natürlich viel spannender. Das ist noch die Nische, wo man eigentlich jetzt braucht, ein bisschen als Bibliothek. Und auch um ein bisschen ausruhen und auch die Leute beobachten. Unsere Wohnung ist ja so verwinkelt, wir können eigentlich von hier aus einen Teil von unserem Balkon und von der Küche aus beobachten. Und schön ist dann auch am Abend kommt ein bisschen die Sonne rein. Also es hat wirklich in jedem Ort in dieser Wohnung scheint die Sonne irgendwo noch mit anders drin. Levi, das ist das Zimmer von meinem Sohn. Da haben wir, er ist gerne manchmal ein bisschen allein. Und jetzt haben wir hier eine Höhle gebaut für ihn. Und dann hat der Levi natürlich zwar ein kleineres Zimmer als seine Schwester. Aber dafür hat er direkt direkten Zugang zum Sitzplatz hinten raus. Hier oben kann man direkt zu den Schrebengärten gehen. Und auch gerade hier oben das Zimmer. Das Fenster hier beim Holzteil, bei der Holzfassade, das ist eigentlich die Wohnung von meinen Eltern. Ja, es ist so eine Kombination, die es ein bisschen besonders macht, der Ort. Man hat einerseits die Hügel, der Wald, die Landschaft, die Aussicht, die Ferne und gleichzeitig aber auch ein Grossstadt-Feeling, wenn man hier Richtung Hochhäuser, Stadtzentrum schaut. Dann auch am Abend, wo die Brücke dann hell erleuchtet ist, wo es dann eben das urbane Feeling eigentlich übergibt, oder? Und dann andererseits dann auch zusätzlich hinten dran einfach noch der Wald, ein bisschen Stille auch, wo man sich ein bisschen aussuchen kann, was man gerade braucht, oder? Ja. Wenn ich von Arbeit komme, plötzlich gehe ich schnell joggen oder spazieren, Pause dort machen, bei einem Sitzplatz, wo der Garten gibt es da oben. In Winterzeit sogar dort gibt es Berge. Kann ich auch mit Schlitten vielleicht mit Kindern, jetzt Kinder sind groß, aber wer weiß, mit meinen Enkeln vielleicht später Schlitten fahren dort. Ist super gut. Es ist unser Wunsch erfüllt halt. Und ich freue mich mega, mega. Ist wirklich so schön hier. So nach einem halben Jahr kann man sagen, es funktioniert eigentlich alles. Das eine wird mehr gebraucht als das andere. Zum Beispiel Kita. Oder? Also, wenn man Kita in der Siedlung hat, dann braucht es nicht viel Zeit, um das Kind dorthin zu bringen. Und dann kann man sogar wieder heim und irgendwie auf dem Balkon noch einen Kaffee trinken. Oder das Fitness ist auch wahnsinnig gebraucht worden, viel mehr als ich gedacht hätte. Weil da kann man daheim sich umziehen und dann geht man dorthin, schwitzt und trainiert und geht wieder heim, geht duschen. Das ist wirklich einfach super praktisch. Ganz beliebt ist der Recyclingraum. Der ist wirklich eine Erleichterung für den Alltag eigentlich von allen. Sonst habe ich immer dann irgendwie geschaut, entweder mit dem Bus das Zeug so entsorgen oder ich habe geschaut, dass ich das Büroauto mal auslehnen kann, um entsorgen oder irgendetwas. Und das ist wirklich super, eben Glas, Alu, PET, dass man es eigentlich alles in der Siedlung unten kann entsorgen. Das andere eben, wenn ich ja kein Auto habe, ist die Möglichkeit, dass ich dort gerade da in der Überbauung direkt kann ein Auto mieten kann. Da kann man eigentlich einfach reingehen. Jetzt an und dann hat man eigentlich da innen den Schlüssel. Das ist wirklich super, man kann alles relativ unkompliziert über die meine GWG-Plattform mieten. Wenn man hier den Strom wegnehmen, kann man hier einsteigen. Mit einer schönen Melodie begrüßt ihr jeweils.
Also wir finden, es muss nicht jede und jede alles selber besitzen. Und da haben wir wirklich viel umgekehrt und auch neue Sachen entwickelt, finde ich. Zum Beispiel haben wir einen Leihraum, der ist online, das ist kein physischer Raum, wo man Sachen auslehnen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gummiboot will, für das nächste Wochenende auslehnen, dann kann ich online schauen, wer ist Götti oder Gotte von diesem Gummiboot. Und dann schreibe ich dort eine Nachricht, dass ich das gerne reservieren möchte, das nächste Wochenende. Und dann landet das zum Beispiel bei dir, weil du Götti bist vom Gummiboot. Und von der Schwimmweste und von der Paddel. Dann müssen wir abmachen, wie dass wir die Übergabe machen. Dann will ich natürlich auch noch wissen, wo sie gehen böteln. Oder? Also es gibt nicht nur einen Warenaustausch, sondern es baut eine Beziehung auf unter Nachbarinnen und Nachbarn. Diese Bauerschaft, die GWG, muss man einfach sagen, der Ideenreichtum von der Bauerschaft ist gigantisch. Und nochmal etwas, was sich eingestellt hat, ein tolles Vertrauen, also dass sie uns getraut haben, auch mit der Farbe. Sie haben die Verantwortung übernommen, die entschieden haben, und das haben sie können, und das ist super. Also, Chapeau. Ja. Was entstanden wie eine soziale Idee. Nein, es ist sogar eine soziale Utopie. Es ist aus dem Gewebe entstanden. Wie es gestaltet ist mit diesen Begegnungszonen, also man sieht den Namen, vor allem jetzt im Frühling, im Winter ist es natürlich noch nicht so gewesen. Und jetzt auch, wo die ganze Bepflanzung kommt und eben mehr Leute draußen sind, also es lebt viel mehr als an anderen Orten. Sehr kritisiert von Kollegen, Architekten, die das wirklich zum Kotzen finden, die das nicht gut finden, dass man so, man könnte es ja einfacher haben, oder? Nicht einfacher, weniger explizit gesagt. Also zurückhaltender, stiller. Wir glauben nicht dran. Wenn die Architektur sich vergibt, quasi deutlich zu werden, oder? Dann sagt sie irgendwann gar nichts mehr. Dann ist sie so neutral, wie heute viele Häuser neutral sind. Wir sind wegen dem Sohn hier angekommen und jetzt ist eben der Ort so, dass wir noch wirklich einiges zusätzlich haben, was wir überhaupt nicht erwartet haben. Und das schätzen wir. Mein Zuhause, wenn ich einmal Klavier spielen kann ich mich hier vertürlen. Und vor allem, ich schätze das eben, weil es niemand hört. Also da kann ich wirklich alles hineinlegen. Und ich störe niemand. Im GWG ist der Genossenschafter im Zentrum. Nicht in einer Mietwohnung, wo er so Objekt ist, dass die Pensionskasse Geld verdienen kann. Oder? Und das ist ein entscheidender Unterschied. Oder? Beim GWG wird das, was reinkommt durch die Mieten, wird so gebraucht, dass das Leben angenehmer wird in dieser Überbauung. Ja, wir heissen gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Winterthur. Gemeinnützig heisst bei uns nicht, dass wir irgendetwas geschenkt bekommen, sondern gemeinnützig heisst am Schluss natürlich trotzdem, dass es aufgehen muss. Das heisst, wir können zum Beispiel privaten Land- und Liegenschaftsbesitzer einen fairen Preis zahlen, aber halt nicht den Preis für den Meistbietenden. Und bei unseren Mieten ist es dann auch so, das sind preisgünstige Mieten. Wir sind für alle offen, es kann jeder bei uns wohnen, es muss am Schluss einfach aufgehen.
Es nimmt ja niemand einen Gewinn aus dieser Genossenschaft heraus.